und ein Gartenzwerg. Wir tragen alle Feinripp-Unterhemden. Wenn du heute auf einer Party bist und sagst, du hast einen Schrebergarten, dann bist du voll, voll in. Und jede Woche, die vorbeigeht, bringt einen wieder näher an den Frühling und die Vorfreude steigt. Das stimmt. Kommen wir zur ersten Frage. Ihr seid doch alle Spießer. Das war mein Spruch. Jahrelang. Bis ich dann selber Schrebergärtner wurde. Und ich denke mal, das stimmt nicht. Wir sind alle keine Spießer. Alteingesessene, verkrustete Strukturen eines Schrebergartenvereins. Schrebergarten wird für ewig wahrscheinlich mit Spießer verbunden sein. Was eben aus dieser Ursprungsidee kommt, die sehr stark mit sozialer Kontrolle und Reih und Glied im 19. Jahrhundert noch verbunden war. In so ein Spießerparadies kriegst du mich nicht rein. Und irgendwann hat er nachgegeben, weil ich dann doch, sagen wir mal, hartnäckig war. Und hat im Laufe der Jahre seine Meinung echt extrem geändert. Mir hat mir jemand die Geschichte erzählt von Moritz Schreber, nachdem der Schrebergarten benannt ist. Und aus seiner Idee heraus betrachtet, aus diesem 19. Jahrhundert Frischluft-Turnbewegung-Idee, war es genauso gedacht, um kleinen Männern und Frauen, die sonst in Mietskasernen wohnen, ein bisschen Frischluft und Bewegung zu ermöglichen und auch Selbstversorgung. Hat sich auch viel gewandelt? Denke auch, ja. Also sind sehr viele junge Leute und sehr viele Familien. Die Leute zweifeln am Verstand, wenn man das erzählt, und dann lädt man sie ein und dann wollen sie alle auch einen haben. Das ist nämlich tatsächlich das Ende der Geschichte. Ihr buddelt gerne im Dreck. Beide Hände in die Erde. Stimme ich völlig zu. Als wir den Schrebergarten übernommen haben, haben wir erstmal eine große Fläche einfach umgegraben. Das tut gut. Das stimmt. Also wenn ihr jetzt eine Nahaufnahme von meinen Fingern machen würdet, würdet ihr die braunen Ränder sehen. Macht mich jedes Mal glücklich, wenn ich beim Dreckbuddeln auch irgendwie einen Regenwurm sehe, der da so rausgekrochen kommt. Man muss ja nicht wirklich viel denken, oder? Das Hirn kann ja auch mal ausschalten, weil man dann halt einfach nur buddelt. Also mit den Händen arbeiten und nicht auf einer Tastatur. Ja, insgesamt das ist bei uns beiden ja auch sehr befriedigend. Ja. Tagsüber am Schreibtisch und sobald wir unsere Hände in die Erde stecken, sind wir richtig glücklich. Also ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Wir buddeln gern. Ja. Ja. Schon mal heimlich in der Mittagsruhe den Rasen gemäht? Ja. Und ich wurde auch sehr unsanft darauf hingewiesen. Bin ziemlich erschrocken, weil ich völlig in meiner Mähmeditation war und dann tippte mir unser Nachbar auf den Rücken. Also ich habe. Ich gebe es zu, ja. Gut. Ich habe schon laute Arbeiten auch mal am Sonntag gemacht oder in der Mittagspause. Es gab keine Beschwerden? Nein. Nö. Also wichtig, es gibt sehr viele Regeln und ihr könnt sie nicht alle beachten, glaube ich. Aber ihr könnt sie nicht alle beachten, aber es gibt auf jeden Fall jemanden, der sie beachtet und euch darauf hinweist. Wenn das Unkraut sprießt, holt ihr die Chemiekeule raus. Ich hole Lioba raus. Chemie gibt es bei uns nicht und ist auch Persatzung verboten. Jetzt sind wir wieder bei verboten, aber in dem Falle ist es halt sehr sinnvoll. Nee, aber wir vermuten, dass es eine geheime, zumindest gab es die Vermutung, eine geheime illegale Spritzmittelbörse gibt bei uns. Weil die Beete und Wege der Nachbarn um so vieles sauberer sind als unsere. Man kann es überhaupt nicht schaffen. Keine Chemie, kein Torf, total wichtig. Wir haben insektenfreundlichen Garten, wir arbeiten lieber mit Nützlingen als mit Pülverchen. Alles ein System, wenn ich irgendwo Chemie einsetze, wird sie irgendwann auf meinem Teller landen, von daher lassen wir das. Kann man sich mit den paar Tomaten wirklich selbst versorgen? Tomaten war jetzt nicht unser Glanzstück, ne? Der Sommer war verregnet. Deswegen. Und wir wollten zu viel. Ja, wir haben nicht ausgegeizt. Welche Tomaten? 3 Stück oder sowas, die dann genau an dem Tag, an dem ich nicht da bin, von reif in schimmelig umswitchen? Nee. Also wir haben echt ziemlich viele Tomaten und wir können uns damit locker selbst versorgen. Und wir haben schon, also seit wir den Schrebergarten haben, seit 11 Jahren keine Tomate mehr gekauft. Von Zucchini hätten wir uns letztes und vorletztes Jahr sehr gut ernähren können. Da gab es jede Menge, das ist wie Unkraut. Ja, wir sind ja noch Starter. Ja, ja. Ist ja nicht unbedingt da, um sich selbst zu versorgen, aber es ist eine gute Ergänzung. Und ich muss sagen, voller Stolz, die Qualität, die stimmt. Aus. Der Pott ist leer. Der Pott ist leer.